Grüß Gott zusammen. Was hat eine Fischdose, ein Schlüssel und ein Münchner Kulturprogramm miteinander gemeinsam? Am 16. Juni ist das Fest des heiligen Bischofs Benno. Er war Bischof in Meißen und in den Wirren des Investiturstreites wurde er von kaiserlichen Truppen bedroht und musste den Dom zurücklassen und hat ihn zugesperrt. Und damit da kein anderer reinkommt, hat er die Schlüssel in die Elbe geworfen. Als die Gefahr vorüber war, hat er sich einen Fisch servieren lassen und in dessen Bauch war dann der Schlüssel und der Dom konnte wieder geöffnet werden. In den Reformationswirren hat man die Reliquien des heiligen Benno nach München gebracht und so wurde er der Patron der Wittelsbacher und zugleich auch der Münchner Stadtpatron. 16. Juni ist sein Namenstag, aber in den Tagen davor feiert man ja auch das Münchner Stadtgründungsfest und es wird dieses Jahr zusammengelegt auf den 9. Juni, also am kommenden Wochenende. Und München ist eine Stadt voller Kultur, nicht nur in der Innenstadt, sondern eben auch in den vielen Dörfern, die es früher ringsherum gegeben hat. Und in Moosach haben wir jetzt eben auch die 26. Moosacher Stadtteilkulturtage, an denen wir auch mit ein paar Angeboten unserer Pfarrei und der Pfarreien dabei sind. Nämlich gleich morgen mit diesem tollen Mitmachkonzert Peter und der Wolf. Das wird sehr launig und unterhaltsam. Und dann am Wochenende drauf gibt es ja auch ein ganz großartiges Kindermusical, bei dem unsere Grundschulen vor allem mitmachen. Und dann gibt es noch am Sonntag ein Orgelkonzert und dann noch einmal ein bisschen später, an einem Freitagabend, gibt es das Munich Swing Orchestra, also einen Jazz-Biergarten in der Pfarrei St. Mauritius. Und morgen feiert schon die Pfarrei Frieden Christi ihr Pfarrfest. Es ist also wieder immer wieder was los. Ja. Fisch ist ein christliches Symbol, deswegen ist es auch wichtig für uns, deutet immer auf den leidenden Christus hin, der sich für uns hingibt. Und dann der Schlüssel, wir sollen auch einander Schlüssel sein, uns Wege eröffnen, ja, und uns um das Beste der Stadt kümmern. Also insofern durchaus ein bedeutendes Fest, herzliche Einladung zum Mitmachen. Und es gibt im Gotteslob 837 ein schönes Benno-Lied. Sankt Benno, Bischof hoch in Ehren, du treuer Schirmherr unserer Stadt, die alles Unheil abzuwehren, sich deinem Schutz empfohlen hat. Bewahre sie vor Krieg und Stürmen, vor Drangsal in verworrener Zeit. Dass Friede sei in ihren Türmen, in jedem Haus Geborgenheit. Das sind, glaube ich, wirklich gute Wünsche, die wir brauchen können. Und in diesem Sinne, segne und behüte euch der lebendige und starke Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Allen ein schönes Benno-Fest. Wiedersehen.